So, heute wieder aufgrund der sehr großen Nachfrage und der super geilen Resonanz von euch Müll sammeln. Allerdings kommt wahrscheinlich auch ein Magnet zum Einsatz, denn wir haben zwei Rettungsmaßnahmen für Einkaufswagen eingeläutet. Einmal steht da vorne schon einer, den brauchen wir keinen Magneten. Und einmal soll einer im Graben oder im Kanal liegen, aber die haben uns die Straße genannt, da fahren wir gleich hin und dann werden wir den bergen. Wir machen jetzt erstmal den Kasten hier auf und dann werden wir den Pissnasenschrott wegräumen. Also seid gespannt. So, da hätten wir extra für euch den Anhänger schön sauber gemacht. Naja, was ich so unter schön sauber verstehe. Der ist ja noch voller Matsch und schlickt vom Magnetfischen. Ja, Gewässerreinigung macht sehr viel Müll und Dreck. Deswegen sieht unser Anhänger, der ja erstmal gerade ein Dreivierteljahr alt ist, schon so aus, als wenn er schon altersschwache 5 Jahre oder 10 wäre. Guckt euch den Scheiß mal an. Ja, was soll ich dazu sagen? So, wir legen jetzt los. Und zwar haben wir da vorne dann die illegale Müllkippe. So, wir nehmen Einkaufswagen habe ich gerade eben mit Rewe telefoniert. Und die waren total froh, dass wir den wiedergefunden haben. Und haben uns darum gebeten, den da wieder abzuliefern. Und den da quasi hinzustellen. Ne, damit die wieder einen Einkaufswagen mehr haben. So, mal gucken, ob da noch Cash für uns drin ist. Da sind wir mal gespannt hier. Haben sie was für uns übergelassen? Nö, nichts drin. So, jetzt fangen wir auch schon an hier. Wir haben natürlich ein Mülltütchen mitgebracht, weil wir flinke Füchse sind. Und das haben wir natürlich immer dabei. So. Hier wollen wir jetzt mal gucken. Ach, guck mal, hier haben wir auch schon auch noch die Schranktür. Hier wollen wir jetzt mal gucken, ob wir tatsächlich wieder irgendwelche Beweise für irgendwelche komischen Leute hier finden, die ihr Müll hier hinterlassen haben. Oft haben wir das, die letzten beiden Male haben wir das nicht. So, jede Menge Kleidung auf jeden Fall. Früher waren hier mal kleine Container. Früher waren hier mal kleine Container und da war das hier noch viel schlimmer mit Dreck und Mist. Und was haben wir hier? Guck mal, Weihnachten. Ja, Weihnachten! Was ist eine Weihnachtskugel? Eindeutig Weihnachten! So, jede Menge fast auch verschweißt. Und überall Scherben, ne? Scherben. Vorne liegt auch eine Batterie, habe ich gesagt. Oh, eine Batterie, die hauen wir gleich natürlich auch weg. Aber die müssen wir ja separat entsorgen. Die können wir nicht einfach im Müll schmeißen. Hier haben wir noch eine Thermoskanne, die ist auch noch gut. Ja, nee, die ist nicht mehr gut. Guck mal. Also Scherben, pass auf. Ja. Scherben. Noch mehr Kleidung. Das macht Spaß. Ja, schöne Müll von anderen rumwühlen. Wenn man auch sonst keine anderen Hobbys hat, macht man das. Und wieder haben wir sehr viel positive Nachrichten von euch gehört, zum Glück überwiegend, aber auch tatsächlich negative. Wir sollen mal nicht auf Weltverbesserer tun und bla bla bla. Also manche Leute, die schreiben einen Scheiß. Den guckt euch doch einfach die Videos nicht an und schaltet ab und lasst uns zufrieden. Mehr kann ich da nicht zu sagen. So, du hast jetzt noch eine Batterie. Ja, ne? Meinst du die hier? Ja, die müssen wir in die Tasche stecken, weil da habe ich die Tüte im Auto. Genau, die kommt separat in der Tasche gleich. Die hauen wir gleich in die Tüte. Und dann werden die natürlich separat entsorgt vor allen Dingen, ja. Entsorgt. Weil natürlich Batterien ganz übles Scheißzeug ist. Und da wollen wir nichts mit zu tun haben. Das wollen wir, wie es sich gehört, denn quasi in den Batterieaufsammeldingern in den Supermärkten bringen wir das meistens. Das geht immer auffallen, ne? Ja, das geht schon so. Guck mal. Zacki, zacki, der Scheiß sauber hier. Das sind Böller, ne? Das sind keine Böller, ne? Das ist was Interessantes. Da haben wir mal was Interessantes, Leute. Ja, was ist das denn? Ja, pass mal auf, zeig ich dir gleich. Wir packen den Scheiß mal eben an der Seite hier. Also die, genau. Genau. Oh, 2 Euro, guck mal! 2 Euro, oh! Boah, das ist ja jetzt lustig! Geil, da hat irgend so ein... Oh, guck mal da! Was? Ah! 4! Da hat irgend so ein Spacken, der das hier hingeschmissen hat, sein Geld verloren. Ist das nicht geil? Das finde ich jetzt aber witzig. Ja, das ist richtig cool. So. Die habe ich gar nicht gesehen. Total blind. Das finde ich ja jetzt mal richtig lustig. Jetzt überleg mal, wir hätten die jetzt nicht gefunden. Der hätte die Leute gesagt, habt ihr das Geld nicht gesehen? Ja, echt, hier die Scherben muss ich gleich mal auflegen. Ich hab doch aber Hand aber drin, weißt ne? du, wo ich glaube, ich, woher das kommt? Guck mal, guck mal, guck mal. Was ist das denn? Das ist das Interessante, was ich meine. Pass mal auf. Ja, warte. Hier. Oder was ist das?
Das ist ein Geldding, ne? Ja, ne, oder? Da war Geld drin. Da war bestimmt noch Geld drin. Hat bestimmt irgendeiner irgendwas aufgebrochen, aber ich weiß nicht, was es ist. Zwei Stücke drin. Ja. Ist da noch mehr? 2 Euro? Ja, daher kommt das bestimmt. Wisst ihr, was das ist und woher das kommt? Würde mich interessieren. Vielleicht kann uns das einer von euch sagen. Ein Geldwechselautomat oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das total... Aus einem Spielautomaten oder so? Also aus einer Spielautomat. Aber hier ist bestimmt noch die Kohle rausgefallen. Bestimmt. Ja, 100%. Jetzt bin ich aber auch neugierig. Guck mal, was ist das denn? Das sieht nicht lecker aus. Kannst du das weg? Keine Ahnung. Aber auch weg. So, jetzt ist die Tüte aber auch schon ein bisschen schwer. Hier habe ich noch was gefunden um die Ecke. Guck mal hier. Warte. Vorsichtig, hier liegen überall Scherben. Ne? Du musst aufpassen. Das krieg ich nicht weg. Und das Ding ist zu schwer, um das hochzunehmen. Ne? Hier, willst du mit dem Müllgreifer probieren? Nee. Guck mal um die Ecke, das Keil da drunter, das krieg ich leider nicht weg. Das ist zu schwer. Das hier? Ja. Aber das liegt ja vielleicht für den Automaten. Ja, das kann sein. Aber hier ist noch Plastik. Da ist Plastik. Hier habe ich noch eine Scherbe gefunden. Ja, hier haben wir auch noch eine Scherbe. Da ist auch noch was drin. Sehr schön. Hier, guck mal das hier. Nehme ich ja. Da auch. Aber ich habe doch den Dings da. Hier ist noch Plastik. Hier sind Stügel, ne? Das ist schon, ja, genau. Was ist das denn? Eine Eisensäge. Vorsichtig. Eisensäge. Warte, das da, ne? Die sehen immer gut aus. Ich weiß nicht, keine Ahnung, damit kennst du dich aus. Ha, ich habe 4 Euro gefunden, ey. Guck mal hier, die Scherben, kriege ich die aufgeklebt? Ja, machen wir gleich, fegen wir gleich auf. Diese, ja, ne? Genau. Was haben wir da hinten noch? Da haben wir auch noch jede Menge, da komme ich aber nicht ran. Das ist aber scheiße. Mit Müllgreifer kannst du hinten ran? Ich bin ein bisschen kleiner. Da kommen wir gar nicht ran. Das ist auch ein anderer Kontext. Warte mal eben. Aber das machen wir anders. Nee, das ist Hamsterzeug. Guck mal hier. Ja. Pack mal jetzt da rein und dann machen wir das weg. Ja. Warte. So, jetzt hast du den da reingeräumt. So, den haben wir jetzt mal eingeräumt. Den bringen wir jetzt gleich weg. Und weiter geiler. Ist nichts mehr drin. Nö. Neuer Müllsack am Start. So, das hier hebe ich jetzt auch noch eben auf. Hast du die Tüte da? Ja. Ja, du bist drauf. So, weiter geiler hier. Das ist Holz, ne? Nee, das ist Styropor. So. Oder wie man es auch immer nennt. Ich glaube Styropor. Kannst du am besten feinknicken in der Tüte? Ja, das ist schon groß. Ich bin nur leicht, weiß ich ja nicht. Warte mal, da ist noch so ein kleines Plastikteil. Du hast ja den Müllgreifer. Ja. Oh, das ist aber in der Erde drin. Halt mal fest. Guck mal da, zack, Wassereis. Wassereis? Warte. Ja. So, und jetzt geht das aber los. Jetzt gehen wir ins Gebüsch. Welches Gebüsch? Ja, pass mal auf. Jetzt wird's richtig scheiße. Hier graben wir uns jetzt durch. Ich halte mal so ein bisschen den Weg frei hier. Kommst du mit der Kamera durch? Oh, ich guck mal. So. So, jetzt buddeln wir uns hier durch. Wenn denn richtig, ne? Hier haben wir jetzt aber richtig Scheiße am Start. Okay. Alter Schwede. Aber was ist das denn? Du musst ein bisschen lauter reden. Ja, guck das mal an hier. Was kann das sein? Steht das da irgendwie drauf? Hier haben wir noch ein Kochtöpfchen. Falls noch einer einen braucht, ihm Bescheid sagen. Ja, das kann ich nicht ganz identifizieren hier. Irgendwas, was irgendwo reingehört. Kann ich dir das geben? Und Dosen? Eine volle Dose hier, die ist noch voll. Kann ich dir das geben für die Tüte? Ja. Hier ist auch noch Plastik. Noch mehr Plastik. Alter, schon wieder, was ist hier denn los? Vergiss nicht unseren Müllgreifer. Guck dir den Scheiß mal an hier. Ja, soll ich die Tüten holen? Hm? Nein. Alles gut. So, weiter Geilart. Läuft, ne? Ja? Läuft. Ja. Kannst du da rein? Ne, einen brauchen wir noch. Zack. So, weiter Geilart hier. Hier haben wir mal wieder richtig das volle Programm. Da hat einer hier quasi alles, was er so hat, von zu Hause entsorgt. Er ist Bio, bruh. Ja, irgend so eine Uhrenverpackung hier, da will ich gar nicht reingucken, da waren komische Sachen drin. Ja. So, den Scheiß jetzt noch hier. Den Scheiß noch und dann geht er gleich weiter.
So, Montag kommt auch ein Ding raus. Warte mal, ich habe hier noch was gefunden. So, Leute. Da haben wir noch hier Hamster oder was ihr was für ein Draht gefunden hier. Kaninchen. Kanickel-Dingsbums-Draht. Muss da aufpassen, nicht, dass die Kugel weg kaputt macht. Aber wir haben noch ein paar Sachen gekriegt. Oder ein paar Orte gekriegt, wo es richtig abgehen soll. Da haben die uns erzählt, da soll Farbe und was ich was für ein Scheiß alles liegen. Da werden wir jetzt gleich auch noch hinfahren. Also seid gespannt. Geht gleich nochmal richtig ab. Und die Bergung von den Einkaufswagen natürlich nicht zu vergessen. So. Den ganzen Turms da rein. Müssen wir dahinter legen, ne? Damit wir ein bisschen, ein bisschen so positionieren, dass es dann nach hinten kommt. Der ist auch schon wieder so schwer, den können wir auch schon wieder zumachen. Und dann werden wir da jetzt mal den Einkaufswagen wegbringen. Und dann werden wir zu den prägnanten Stellen gehen. Das ist ja hier so eine Alltagsstelle, die wir so abarbeiten hier, wo wir eigentlich immer alle zwei Wochen quasi die gleiche Menge an Müll haben. Leider. Und die anderen Stellen, die jetzt gleich kommen, sollen wesentlich prägnanter sein. Werden wir gleich sehen. Und ihr seid natürlich dabei. So, Leute, jetzt denkt ihr euch wieder, was hat der davon, wenn er da zurückbringt? Gar nichts. Aber man soll ja jeden Tag eine gute Tat tun, oder? Wie war das noch? Wie war das Motto der... Das Motto der? Weiß ich nicht. Mensch, wie heißen die denn noch? Die durch den Wald kraxeln und dauernd am Zelten sind. Das Motto der? Es ist ein Motto, ich weiß es nicht, was du meinst. Das Motto der in Amerika, ganz oft. Pfadfinder? Das Motto der Pfadfinder, oder? Kann sein. Das war doch nicht Rewe, das war Penny. Also bringen wir das da vorne rüber. Ja, okay, schieb's da rüber. Boah, das Scheißteil soll hier schon seit ein paar Wochen drinnen liegen. Ganz ehrlich, jetzt, ich verstehe aber auch nicht das Einkaufszentrum, warum die den nicht eben rausholen. Ich meine, das wird denen ja auch schon irgendeiner gesagt haben, oder? Das ist wieder so ein Ding, was vielleicht in 10 Jahren da immer noch drin liegt, total verschlickt und was ich was ist, wo man sich dann den Arsch bei abreißen muss. Aber hier kommen wir jetzt ohne Magnet und ohne Haken bei, schätze ich mal. Oder ich werde gleich ganz fürchterlich nass werden. Pass auch keine Gummistiefel an, ne? Keine Gummistiefels an, ne? Ist hier so hoch? Ja. Aber weißt du, was das ist? Der ist gar nicht von hier. Der ist gar nicht von hier. Deswegen bleibt er da auch drinnen liegen. Der ist nicht von hier, deswegen holt ihn auch keiner raus. Weil er von einem Kilometer weiter weg ist. Ja. Okay, alles klar. Komm her, gib mir mal deine Hand. Warte. Wir machen das jetzt zusammen. Ja, wir müssen den. So, jetzt so geht's. Deswegen. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, ne? Ja. Weil das ein nagelneuer ist. Aber dann machen wir das so, wieder einladen, so wie eben. Genau, und dann stellen wir den wieder zurück. Genau, dann fahren wir den da hin. Gudi. Nehmen wir wieder alle mit, ne? So, wieder ein Stück sauber hier. Yep. So, und hier kommen wir zu der Stelle, wo die Leute uns gesagt haben, da sollen jede Menge Öldosen, Farbeimer und sonstigen Scheiß liegen. Zwar ist das hier, guckt euch das mal an. Bis jetzt habe ich nur einen einzigen Farbeimer gesehen, aber wir werden uns natürlich hier durchwühlen, wie sich das gehört. Und da haben wir auch schon einen. Guck mal her. Ja, ist tatsächlich einer, ne? Das ist einer. Das ist ein Farbeimer tatsächlich und der ist voll. Jetzt werden wir mal hier hinstellen. Ist das? Das ist ein Farbeimer, ja. Ja. So, weiter geiter. Dann haben wir hier noch einen Karton, was ich was da drin ist. Müll. Dann haben wir hier eine Flasche Cola, aber seht ihr das? Da ist Altöl drin. Also müssen wir das sonst separat entsorgen. Hier haben wir noch einen Beutel. Aussortieren, ne? Und jetzt geht's los, tatsächlich. Wie sie gesagt haben. Das werden wir mal da oben drauf stellen. Dann zeigen wir euch das gleich alles auf einmal. Ja, okay. Hier, guck mal, ist noch mehr. Soll ich dir das mal geben? Oh. Ja, ich leg's mal dahin. Den Rest kannst du gleich mal eben zeigen, ne? So, ihr werdet es nicht glauben, was hier ist. Das ist jetzt... Das ist Waschpulver. Das ist Waschpulver, das ist nicht Öl, ist aber auch leer. Dann haben wir hier noch wieder ein Öldöschen. Nice. Überall noch so ein bisschen Öl drin. Das ist hier. Was ist das? Rattengift. Warte mal. Okay. Warum sieht man das hier hin? 2013 abgelaufen. Also ich schätze mal, hier hat einer sein
Keine Ahnung, was ist das denn hier? Da haben wir noch was, guck mal hier. Und noch mal wieder Farbe. Da hat einer seinen alten Farb- und Öldosenbestand aufgelöst. So. So, weiter geilert hier. Den Rest wollt ihr ja gleich zeigen. Was ist das? Das ist, weiß ich auch nicht. Das ist ein altes T-Shirt oder so, ne? Ja, könnte eventuell. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich schätze mal, da hat einer seine Garage. Aber guck mal, da ist auch wieder irgendwie was, ne? Da hat einer seine. Da liegt schon wieder irgendwelchen Scheiß, aber jetzt machen wir erstmal das hier. Da hat einer seine Garage ausgeräumt oder so und wollte das nicht abgeben, weil. Das kostet, ne? Ja. Circa eine Woche muss das jetzt hier liegen. So wurde uns das gesagt. Vor einer Woche. Hundegassigeher haben das hier gesehen, haben das hier gefunden und haben gesagt, ob ich das wegräumen könnte. Theoretisch hätten die das auch machen können. Ne? Aber nein, wir machen es ja gerne. Wenn man mit Hundi unterwegs ist, hat man ja nicht unbedingt eine Mülltüte dabei. Nee, eigentlich nicht. Aber wie gesagt, wir haben alles weggeräumt hier. So eine Hundepup, hier ist das. Genau. Es hat eine Woche hier gelegen. Laut Aussage der Hundegassigeher. Okay. Die haben es hier weggeräumt, machen wir auch gerne. Jetzt guck mal hier. So ein Scheiß war da drin. Das ist doch Sondermüll, oder? Klar, Sondermüll, ne? Öl und Buntlacke sind doch Sondermüll. Steht da noch irgendwo ein Preis drauf, vielleicht ist das sogar noch D-Mark. Auf jeden Fall ist das schon unten fängt an durchzurosten hier unten. Und was haben wir hier? Steht auch nichts drauf. Komisch, warum stehen da überall keine Preise drauf? Merkwürdig, ne? Und das hier? Keine Preisschilder mehr. Keine Preisschilder mehr. Anhand dieser Barcodes könnte man aber, glaube ich, herausfinden, wer es gekauft hat, oder? Ich weiß es nicht mehr. Egal, wir werden es vernünftig vorschriftsmäßig entsorgen. Ja. Ja. Klar, wenn wollen wir Detektiv spielen. Willst du es da reinmachen für die extra Dinger, ne? Ja, wir packen das hier rein, weil das kommt ja extra in Müll. Ja. Das müssen wir extra abgeben. Das wird wahrscheinlich auch extra fürchterlich viel Geld kosten. Aber scheißegal, unser Verein, der hat's ja. So machen wir das mal hier. Wenn wir hier extra Taschen genau. rein, wenn wir solche Sachen reinmachen. Ganz genau. Genau, weil das alles getrennt ist. Ne? Das wird extra entsorgt, das wird auch entsorgt. Batterien haben auch extra Tüten. Jetzt fahren wir gleich noch zum Recyclinghof, zeigen wir euch auch noch ein bisschen was von. Also seid gespannt, geht gleich weiter. Und so weiter und so fort. So. Spaß, komm. So, weil es noch Spaß macht, fassen wir jetzt alles nochmal an. Also alles doppelt anfassen und doppelt bewegen. Du wolltest das alleine machen. Ja. Aber normalerweise machen wir das nicht zu zweit. Ja, stimmt. Aber diesmal filmst du ja. Ja. Schmeiß mal, guck mal, zeig mir mal, wie weit du jetzt werfen kannst. Das war schwer. Müllweitwurf. Das war's mal wieder für heute. Das war's mal wieder für heute. Bisschen Müll weggemacht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. So wie wir. So, also guckt mal deine Videos an. Bis wieder gerade. Klicks und Abos immer gern gesehen. Adios. Ciao, goodbye.